Es waren einmal drei kleine Schweine, die mit ihrer Mutter in einem kleinen Haus lebten. Es war für sie die Zeit gekommen, auszuziehen und alleine zu leben. Die Mutter rief ihre drei Kinder zu sich. Meine lieben Kinder, die Zeit ist für euch gekommen, in die Welt hinauszuziehen. Geht und startet euer neues Leben. Aber was auch immer ihr tut, vergesst niemals, immer euer Bestes zu geben. Das ist der einzige und der beste Weg zu überleben. Etwas traurig, aber auch sehr aufgeregt verabschiedeten sich die drei kleinen Schweine von ihrer Mutter. Und sie machten sich auf den Weg. Nach einer Weile fanden sie ein Stück Land, auf dem sie ihre eigenen Häuser bauen konnten. Das jüngste Schweinchen nahm sich vor, sein Haus aus Stroh zu bauen. Er dachte sich, dies sei der schnellste und einfachste Weg, ein neues Haus zu erbauen. So würde er später viel Zeit zum Spielen haben. Das jüngste Schweinchen baute sein Haus innerhalb von nur einem Tag. Er rief seinen Brüdern zu: Hey Leute, ich bin schon fertig! Das ältere Schweinchen schaute sich das Haus an. Aber das Haus sieht überhaupt gar nicht stabil aus. Wie soll uns das denn vor dem Wolf beschützen? Das jüngste Schweinchen scherte sich gar nicht darum. Keine Sorge, mir passiert schon nichts. Okay, aber sag nicht, ich hab dich nicht gewarnt. Das mittlere Schweinchen beschloss, sein Haus aus Holz zu bauen. Aus Holz, das er im Wald sammelte, baute er sich eine kleine Hütte. Es dauerte 3 Tage, bis das Haus fertig war. Und dieses Haus war etwas stabiler als das aus Stroh. Das älteste Schweinchen kam rüber zu ihm. Mein Bruder, das hast du toll gemacht, aber das sieht immer noch nicht sehr sicher aus. Soll das Haus uns wirklich vor dem Wolf beschützen? Das mittlere Schweinchen antwortete: Keine Sorge, mir passiert schon nichts. Okay, sag mir nicht, ich hab dich nicht gewarnt. Während die zwei jüngsten Schweinchen sich in ihren neuen Häusern entspannten, arbeitete das älteste Schweinchen ohne Rast. Er baute ein Haus aus Steinen und Zement. Die anderen Schweinchen dachten, der ganze Aufwand wäre übertrieben. Sie verbrachten ihre Zeit damit, zu spielen und Spaß zu haben. Warum machst du dir so viel Mühe, wenn du so schnell wie wir hättest sein können? Der ist viel zu ängstlich. Das älteste Schweinchen hörte ihnen gar nicht zu. Er arbeitete für eine ganze Woche. Und schließlich war sein Haus aus Steinen und Zement fertig. Am nächsten Tag kam ein hungriger Wolf vorbei. Er blieb vor dem Haus aus Stroh stehen. Das kleine Schweinchen schlief in seinem Haus aus Stroh. Der Wolf klopfte an der Tür. Die Tür auf und lass mich rein. Sonst puste ich dein Haus weg. Du kannst mir gar nichts antun. Mein Haus ist stabil genug. Also holte der Wolf tief Luft und pustete das Haus aus Stroh weg. In letzter Sekunde konnte das kleine Schweinchen fliehen. Und er rannte herüber zum Haus seines Bruders, das aus Holz gemacht war. Er klopfte an die Tür. Und als das mittlere Schweinchen die Tür öffnete, rannte das kleinste Schweinchen so schnell es konnte hinein. Mach schnell die Tür zu, der Wolf ist hinter mir her. Keine Sorge, in meinem Haus kann er uns nichts tun. Nach kurzer Zeit kam der Wolf zum Haus des zweiten Schweinchens. Er rief mit seiner lauten Stimme: Mach die Tür auf und lass mich rein, sonst puste ich dein Haus weg. Mein Haus nicht wegpusten. Also holte der Wolf noch tiefer Luft als zuvor und pustete das Haus aus Holz weg. Beide Schweinchen rannten zum Haus ihres großen Bruders und konnten dem Wolf nur um ein Haar entkommen. Bruder, der Wolf ist auf dem Weg hierher, was sollen wir tun? Das älteste Schweinchen antwortete sehr selbstsicher: Macht euch keine Sorgen, der Wolf kann hier nicht reinkommen. Kurze Zeit später kam der hungrige Wolf am dritten Haus aus Steinen und Zement an. Und er rief, während er an die Tür klopfte:
Mach die Tür auf und lass mich rein. Sonst puste ich dein Haus weg. Versuch's doch, du blöder Wolf. Du kommst hier nicht rein. Der Wolf ärgerte sich sehr. Er holte tief Luft und pustete so fest er konnte. Doch nichts passierte. Er konnte das Steinhaus nicht zum Einstürzen bringen. Er gab sich die größte Mühe, aber nicht ein Stein bewegte sich. Schließlich gab der Wolf erschöpft auf und fand einen anderen Weg ins Haus. Er sah den Schornstein oben auf dem Dach und er begann, an der Hauswand hochzuklettern. Als das kleine Schweinchen dies bemerkte, ging er schnell zum Kamin und zündete das Feuer an. Dann stellte er einen großen Kessel mit Wasser auf das Feuer. Der Wolf kletterte am Schornstein hoch und sprang hinein. Und er landete direkt im kochenden Wasser. Ah, Hilfe! Ich verbrühe! Zu Hilfe! Ah, Hilfe! Endlich waren die drei kleinen Schweinchen vom Wolf befreit. Sie fielen sich glücklich in die Arme. Am nächsten Tag gingen die drei kleinen Schweinchen ihre Mutter besuchen. Sie erzählten ihr alles, was passiert war. Das jüngste Schweinchen rief seiner Mutter zu. Du hattest recht, Mama. Was auch immer wir in dieser Welt tun, wir müssen unser Bestes geben. Wenn man wirklich für etwas arbeitet, ist man auch erfolgreich. Von diesem Tag an waren die zwei jüngsten Schweinchen niemals mehr faul. Sie arbeiteten schwer wie ihr großer Bruder. Und sie lebten ein glückliches und sicheres Leben. Es war einmal, im schönsten Teil des Waldes lebte eine Schweinemutter mit ihren drei kleinen Babyschweinen glücklich und zufrieden. Eines Tages erzählten das kleine Schweinchen Gurki, das mittlere Schweinchen Torki und das älteste Schweinchen Porki ihrer Mutter, dass sie zelten gehen wollten. Mama, alle unsere Freunde sind in die Ferien gefahren. Es gibt niemanden, mit dem wir spielen könnten. Wenn du es uns erlaubst, dann würden wir am See zelten gehen. Die Mutter konnte die Bitte ihrer Kinder nicht abschlagen. Das ist eine gute Idee, meine Kinder. Natürlich könnt ihr zelten. Aber sucht euch den richtigen Platz zum Zelten aus und achtet darauf, dass eure Zelte stabil sind, okay? Juhu, ja, juhu, ja, super, ja, hey. Am nächsten Tag ging es los. Nachdem sie eine Weile auf dem Waldweg gelaufen waren, folgte ihnen ein Wolf mit scharfen Zähnen und wütenden Augen. Hier ist eine erstaunliche Mahlzeit, die mich morgen früh satt machen wird. Aber die Schweinebrüder bemerkten nicht einmal den Wolf, der ihnen folgte. Gurki, Torki und Porki kamen schließlich am Ufer des Sees an und fanden dort einen schönen Platz zum Zelten. Zuerst beschloss das jüngste Schweinchen Gurki, sein Zelt in der Nähe eines Baumes aufzubauen. Er sammelte schnell die großen Blätter ein, um sein kleines Zelt zu bauen. Und bevor man Piggly Wiggles sagen konnte, war er fertig. Das älteste Schweinchen Porky kam auf seinen jüngeren Bruder zu und warf einen Blick auf sein Zelt. Wow, dein Zelt ist wunderschön, Gurki. Gut gemacht. Aber glaubst du, dass es auch stabil ist? Ja, aber klar, mein lieber Bruder. Das mittlere Schweinchen Torki beschloss, sein Zelt aus Schilf zu bauen. Dazu sammelte er die Schilfrohre auf dem Boden und verband sie schnell miteinander und stellte sein Zelt schneller fertig, als man Piggly Wiggles sagen konnte. Aber als das älteste Schweinchen Porky zu seinem mittleren Bruder kam und das Zelt aus Schilf sah, warnte er seinen Bruder. Bruder, dein Zelt ist wunderschön, aber werden dich diese Schilfrohre vor Gefahren schützen? Natürlich werden sie das. Siehst du? Ich habe die höchsten Schilfe genommen. Mein Zelt wird niemals kaputt gehen. Da die beiden kleinen Schweinchen ihre Zelte so schnell fertiggestellt hatten, begannen sie zu spielen und Spaß zu haben. Der furchterregend aussehende Wolf hielt Abstand und beobachtete die beiden heimlich.
Während seine kleinen Brüder spielten, begann Porky sein eigenes Zelt aus dicken Baumästen zu bauen. Er arbeitete so viel, dass es fast Abend war, und als er fertig war, hatte er ein starkes, sicheres Zelt, das ihn vor Gefahren schützen würde. Porky und Gurki waren sehr beeindruckt, als sie das Zelt ihres Bruders sahen. Dein Zelt ist sehr schön, Bruder. Aber du hast die ganze Zeit gearbeitet und nicht mit uns gespielt. Als es Abend wurde und die Sonne unterging, beschlossen die drei kleinen Schweinchen zur Karottenparty in den Wald zu gehen. Natürlich folgte ihnen der hinterhältige Wolf. Die drei kleinen Schweinchen trafen auf der Party eine Menge Kaninchen. Und das macht Sinn, denn es war eine Karottenparty. Oh wow, das sieht nach einer lustigen Party aus. Ich möchte alle Karotten probieren. Die Schweinchen mischten sich unter die Kaninchen und hatten stundenlang Spaß. Viel Spaß, ihr kleinen Schweinchen. Morgen werde auch ich viel Spaß haben, wenn ich mich an euch ergötze. Als die Party zu Ende war, merkten die drei Schweinebrüder, wie müde sie wurden und kehrten zu ihrem kleinen Lagerplatz zurück. Und der große, böse Wolf wartete die ganze Nacht auf sie. Als Gurki an seinem zweiten Tag im Lager aufwachte, hörte er eine Stimme von draußen. Bei drei kommst du raus, du kleines Schweinchen. Oder aber ich werde mit einem Schlag dein Zelt zerstören. Mein Zelt ist sicher. Du kannst nichts tun. Okay, na dann. Eins, zwei, drei. Der Wolf nahm einen ganz tiefen Atemzug, sodass er alle Blätter des Zeltes des kleinen Schweinchens wegblies und es in Stücke fiel. Gurki kam nur knapp mit dem Leben davon und rannte sofort zum Zelt seines Bruders Torki. Kurz darauf kam der Wolf vor dem Schilfzelt an, das das mittlere Schweinchen gebaut hatte. Ich weiß, dass ihr da drin seid. Kommt raus, ihr kleinen Schweinchen. Sonst werde ich euer Zelt zerstören. Mein Zelt ist sicher. Du kannst uns nichts anhaben. Okay, na dann. Eins, zwei, drei. Und noch einmal holte der Wolf so tief Luft, dass er das ganze Schilf des Schweinchenschilfzeltes wegblies und es in Stücke fiel. Gurki und Torki kamen nur knapp mit dem Leben davon und sie rannten sofort zum Zelt ihres großen Bruders Porky. Bruder, Bruder, hilf uns! Der Wolf, er hat unser Zelt zerstört und jetzt kommt er auch noch hierher. Wir müssen sofort handeln. Kommt mit! In gemeinsamer Arbeit gruben Porky, Torky und Gurki ein tiefes Loch vor dem Zelt. Dann stiegen sie über die Leiter aus der Grube heraus. Und sie bedeckten es mit einem Tuch und dann gingen sie in das Zelt, das Porky aus starken Ästen gemacht hatte. Sie wurden gerade noch rechtzeitig fertig, denn der hungrige Wolf kam direkt zu Porkys Zelt herüber. Kommt raus, ihr kleinen Schweinchen, oder aber mit nur einem mächtigen Schlag werde ich euer Zelt zerstören. Verschwende keine Zeit, Wolf. Dieses Zelt wirst du nicht zerstören. Das werden wir sehen. Eins, zwei, drei. Der Wolf blies mit aller Kraft, aber dem Zelt passierte nichts. Der Wolf kam einen Schritt näher und blies erneut. Aber vergeblich, das Zelt wackelte nicht einmal. Der Wolf ging einen Schritt näher an das Zelt heran und dieses Mal... Nein! ...fiel er in die von den Schweinchen gegrabene Grube. Als sie sahen, dass der Wolf gefallen war, kamen die Schweinchen aus dem Zelt und überquerten den Rand der Grube vor ihm. Dann kehrten diese lieben Schweinebrüder schnell zu ihrer Mutter zurück, um ihr zu erzählen, was geschehen war. Mama, du hattest recht. Wir hätten im Lager vorsichtiger sein sollen.
Ja, zuerst hätten wir die Umgebung vor den Zelten überprüfen müssen. Erst die Arbeit und dann das Vergnügen. Und was auch immer passiert, wir sollten die Zelte fest aufstellen. Die Schweinemutter umarmte ihre Kinder ganz fest, als sie nach Hause kam. Und die ganzen Ferien über spielten sie miteinander und hatten Spaß. Eines Tages wurde tief im Wald ein Tiergericht gegründet. Fast alle Tiere waren zusammen, um an diesem Tag das Gericht zu beobachten. Lady Chicken saß am Schreibtisch, um eine Beschwerde nach der anderen zu schreiben und trug ihre Brille, um keine Fehler zu machen. Der Prozess gegen die drei kleinen Schweinchen und dem großen bösen Wolf, schrieb sie auf das Papier, das vor ihr lag. Zu dieser Zeit waren alle aufgeregt und warteten auf den Richterpapagei. Denn wenn das Waldgericht gegründet wurde, war er es, der bestimmte, wer im Unrecht und wer im Recht war. Nach einiger Zeit brachte das größte Tier der Waldfamilie, der Elefant, die drei kleinen Schweinchen mit. Porky, Torki und Gurki sind vom Rücken des Elefanten gesprungen und nahmen ihre Plätze ein. Ein anderer Elefant brachte den großen bösen Wolf auf seinem Rücken. Die Tiere waren natürlich verängstigt, als sie den Wolf sahen. Und schließlich kam auch der Richterpapagei, der das Gericht leiten sollte. Er saß auf einem Baumstamm, der höher stand als alle anderen. Die Tiere standen auf, wegen ihrem endlosen Respekt vor ihm. Hallo, meine Waldfreunde. Ihr könnt sitzen bleiben. Der Papagei las die Notizen von den Papieren vor ihm. Die Mutter der drei kleinen Schweinchen meldete sich sofort zu Wort. Lieber Papagei. Lieber Papagei. Der Wolf. Der Wolf. Weißt du? Du weißt. Hat versucht. Meine Kinder zu fressen. Meine Kinder zu essen. Bitte nicht vor dem Papagei sprechen. Wenn jemand vor dem Papagei sprach, sprach der Papagei es nach. Er musste Wasser trinken, um dies nicht zu tun. Ruhe, bitte! Ja, hört euch erst einmal die Beschwerde von den drei kleinen Schweinchen an. Hallo, lieber Papagei. Mein Name ist Gurki, das jüngste Schweinchen unserer Familie. Ich lebe in einem Strohhaus, das ich selbst gebaut habe. Ich war sehr stolz darauf, aber eines Tages schlich sich der große böse Wolf an vor meinem Haus und versuchte mich zu fressen. Nein! Nein! Ich erhebe Einspruch. Einspruch! Lieber Papagei! Papagei! Bitte nicht ohne Erlaubnis sprechen. Zum Glück gab der Elefant dem Papagei etwas Wasser mit seinem Rüssel und das Gericht konnte fortfahren, wo es aufgehört hatte. Wir machen weiter mit der Schweinefamilie. Lieber Papagei, der Wolf, den du da siehst, ist absolut schuldig. Er zerstörte mein Holzhaus und wollte mich fressen. Danach flohen wir zu unserem Bruder Porky, um unser Leben zu retten. Aber der böse Wolf hat nicht aufgehört, lieber Papagei. Er kam auch zu mir nach Hause. Nach den Regeln des Waldes darf niemand das Haus eines anderen betreten, ohne Erlaubnis oder Ankündigung. Ja, natürlich, na klar. Es ist doch so schade. Auf jeden Fall. Das ist nicht akzeptabel. Der Papagei schlug mit dem Hammer auf den Tisch, um diejenigen zum Schweigen zu bringen, die Lärm machten. Ruhe bitte! Alle müssen gleichermaßen gehört werden. Waldtiere, lasst uns also hören, was der Wolf zu sagen hat. Zunächst einmal, hallo Waldtiere. Ihr kennt mich alle als den großen bösen Wolf. Aber eigentlich bin ich ein guter Wolf. Wölfe, die kleine Kinder fressen, sind nicht gut. Bitte nicht ohne Erlaubnis sprechen. Während der Papagei sein Wasser trank, fuhr der Wolf fort, um zu erzählen, was passiert ist. An dem Tag, als der Vorfall passierte, bin ich früh am Morgen aufgestanden. Ich hatte ein schönes Frühstück. Was hast du denn gefrühstückt? Ich habe Erdbeeren zwischen die Blätter der Haselnuss gesteckt, um sie anzurichten, Sir. Dann habe ich einen kleinen Spaziergang im Wald gemacht. Zu dieser Zeit sah ich das Strohhaus gebaut vom Schweinchen Gurki.
Das Haus sah irgendwie nicht aus wie ein solides Haus. Ich hatte Angst, es würde einstürzen und das kleine Schweinchen unter sich begraben. Also habe ich das kleine Schweinchen darauf hingewiesen, dass sein Haus nicht stabil genug ist. Als es mir nicht geglaubt hat, habe ich gesagt, ich würde reinpusten, um es zu beweisen. Damit es endlich versteht. Dann hast du geblasen und gepustet und sein Haus zerstört, oder was? Ja, Sir, ich habe dem Schweinchen beweisen wollen, was es mir nicht geglaubt hat, dass sein Haus nicht stabil ist. Dann sah ich eine kleine hölzerne Hütte ein bisschen weiter weg. Als ich näher kam, wurde mir klar, dass auch dieser Ort nicht sicher war. Außerdem waren dieses Mal gleich zwei Schweinchen drin. Ja, das war mein Haus. Mein Bruder hatte große Angst. Große Angst? Und ist zu mir gekommen. Und ist zu mir gekommen. Ich bitte euch, stört niemanden. Entschuldigung, Mrs. Hühnchen. Du kannst weiterreden, Wolf. Auch diese Hütte war nicht stabil. Ich wollte pusten und schnaufen und das Haus zerstören, sagte ich durch das Fenster. Und ich habe gepustet. Die Hütte wurde auch zerstört. Du hast also gepustet, um zu zeigen, dass das Haus, das sie gebaut haben, ihnen schaden würde? Ja, lieber Papagei. Und die Schweinchen dachten, du hättest es getan, um sie zu fressen. Lieber Papagei, er wollte uns fressen. Der Papagei wollte gut darüber nachdenken, über das, was die Schweine sagten und was der Wolf gesagt hatte. Dafür flog er Richtung Himmel und landete auf einer Wolke. Dies war sein Ort der Besinnung. Inzwischen diskutierten die Tiere, die im Wald warteten, darüber, wer recht hatte und wer im Unrecht war. Ich glaube, die Schweine sagen die Wahrheit. Ich habe noch nie einen guten Wolf gesehen. Ich glaube, der Wolf sagt die Wahrheit. Warum sollte er die Schweinchen fressen, wenn er satt ist? Ja, genau. Ja, natürlich. Klar. Schließlich traf der Papagei eine Entscheidung und schwebte von der Wolke der Reflexion hinunter. Er landete wieder oben auf dem Baumstamm. Alle waren aufgeregt, die Entscheidung des Papageis zu hören. Ich bin durch das Nachdenken zu einer Entscheidung gekommen. Nach den Regeln des Waldes schreiben Sie, Frau Huhn. In unserem Waldleben haben wir noch nie einen Wolf gesehen, der etwas Gutes tut. Wir haben nichts gesehen. Das bedeutet nicht, dass Wölfe nicht Gutes tun können. Ja, das können sie natürlich. Stimmt. Aber ich dachte, eigentlich Haselnussbäume und Erdbeeren wachsen nicht in unserem Wald. Ah ja, das ist wahr. Es gibt keine Haselnussbäume oder Erdbeeren in unserem Wald. Ein Wolf, der sogar dabei lügt, was er gegessen hat, hat also auch sonst nicht die Wahrheit gesagt in diesem Fall. Meine Entscheidung lautet, der Wolf baut umgehend ein neues und intaktes Zuhause für die drei kleinen Schweinchen. Auf diese Weise wird er als einziger Wolf im Wald Gutes getan haben und ein Vorbild für andere Wölfe. Danke, lieber Papagei. Der Prozess der drei kleinen Schweinchen und des großbösen Wolfes ist vorbei. Also, alle Tiere im Wald verstanden, wer recht hatte und wer im Unrecht war. Nach diesem Tag lebten alle in Frieden und Glück weiter, indem sie die Regeln des Waldes befolgten. Mama Schwein und ihre drei Jungen lebten in einer kleinen Hütte tief im Wald. Eines Tages rief Mama Schwein ihre Jungen zu sich. Wie wäre es, wenn wir heute zusammen eine Pizza backen? Juhu! Ja! Aber einige Zutaten fehlen mir noch. Mais, Zwiebeln und einige Tomaten. Ich und meine Brüder werden gehen und dir die fehlenden Zutaten holen, Mami. Mach dir keine Sorgen, wir sind bald zurück. So gingen die drei kleinen Schweinchen aufgeregt hinaus. Sie beschlossen, sich zu trennen, sodass jeder von ihnen eine andere Zutat besorgt.
Einer ging zum Maisfeld, einer zu den Zwiebeln und der andere zum Tomatenfeld. Währenddessen war der große böse Wolf dabei, im Wald zu jagen, um seinen hungrigen Magen zu stillen. Dieser Geruch. Schweinchen. Ja, ich rieche Schweinchen. Als er das kleine Schweinchen Gurki vor sich sieht, folgt Wolf ihm. Als der Wolf das Schweinchen auf das Zwiebelfeld zulaufen sieht, erreichte er das Feld kurz vor ihm und versteckte sich zwischen den großen Zwiebeln. Das Schweinchen Gurki kam wenig später am Zwiebelfeld an. Er schnüffelte einzeln an ihnen, um zwischen den süßen und den bitteren zu unterscheiden. Gerade als er dabei war, sich eine andere Zwiebel zu pflücken, berührte er das Ohr des Wolfes. Hallo, Schweinchen! Ha, Wolf, Hilfe! Sch, beruhige dich, Champion. Erzähl mir, was machst du im Zwiebelfeld? Gurki erzählte dem Wolf, dass er Zwiebeln für Pizza pflückte. Als der Wolf die Zwiebel in Gurkis Hand roch, tränten seine Augen. Er sagte, dass diese Zwiebel bitter sei und dass er ihm die süßeste Zwiebel geben kann, wenn er zu ihm nach Hause kommt. Nachdem er eine Weile nachdachte, nahm Gurki das Angebot vom Wolf an. Sie verschwanden zusammen. Es war Mittag. Das mittlere Schweinchen Torki kam am Maisfeld an. Wie auch immer, da der Mais auf dem Feld seine Höhe überstieg, konnte er den Maiskolben nicht erreichen. Torki stapelte mehrere Steine übereinander und kletterte darauf. Er war dabei, sich eine der Maiskolben zu nehmen, als er sein Gleichgewicht verlor und in Wolfs Schoß fiel. Ah, Hilfe, Wolf! Der Wolf platzierte Torki sanft auf den Boden und sagte ihm, dass er keine Angst haben solle. Was machst du hier, Schweinchen? Du hast dich fast verletzt. Ich pflücke Mais für eine Pizza. Sieht aber nicht so aus. Ich habe diesen Morgen bereits die schönsten Maiskolben dank meiner großen Statur gesammelt. Komm mit mir und ich gebe sie dir. Das mittlere Schweinchen war überglücklich über die Güte des Wolfes. Also, das wäre wirklich sehr gut. Ich bin nicht groß genug, um Mais zu pflücken. Torki verschwand mit dem Wolf. Es war jetzt fast Abend. Porky, das älteste Schweinchen, pflückte Tomaten auf einem großen Feld. Einige von ihnen rochen so gut, dass er sie sofort runterschluckte. Porkys Magen war mit mehr Tomaten gefüllt als sein Korb. Während er glücklich um das Feld wanderte, stieß sein Kopf plötzlich auf einen Holzstock und er fiel zu Boden. Als er nach oben schaute, sah er den großen bösen Wolf als Vogelscheuche verkleidet. Ah, Hilfe! Das ist der Wolf! Hey, Schweinchen, beruhige dich. Ich werde dir nichts tun. Nein, ich glaube dir nicht. Du bist der große böse Wolf. Porky fragte den Wolf, warum er im Tomatenfeld stand, geformt wie eine Vogelscheuche. Als der Wolf sagte, dass er den Bauern in seiner Freizeit so helfen würde, verstand das Schweinchen die guten Absichten des Wolfes und entspannte sich ein bisschen. Warum bist du hier, kleines Schweinchen? Also, ich pflückte Tomaten für Pizza. Pizza? Ich liebe Pizza. Aber nur Tomaten reichen nicht aus. Du brauchst auch Käse, Pilze, Paprika und am wichtigsten... Ja? Die wichtigste Sache ist der Ofen. Schweinchen, der Ofen. Wenn du keinen guten Ofen hast, wirst du die guten Zutaten verschwenden. Nachdem er eine Weile nachdachte, verstand das älteste Schweinchen den Wolf richtig. Denn der Ofen in ihrem Haus war zu klein und wurde nicht heiß genug. Komm schon, iss von der Pizza aus meinem Ofen. Du wirst nicht genug davon bekommen. Porky nahm Wolfs Angebot an und sie gingen zusammen weg. Als die Sonne unterging und die Mutter rauskam, wartete Mama Schweinchen sehnsüchtig auf die Heimkehr ihrer Jungen. Währenddessen ertönten die Schreie der kleinen Schweinchen aus Wolfs Höhle. Hilfe! Hilfe!
Es stellte sich heraus, dass der böse Wolf alle drei Schweinchen in einem kleinen Käfig in der Höhle gefangen hielt, um sie zu täuschen und sie zu verschlingen. Dann ordnete er die Hölzer einen nach dem anderen im Ofen und entzündete ein großes Feuer. Ich vergaß, euch Schweinchen zu erzählen. Meine Lieblingspizza ist Pizza mit Schweinchen. Die Schweinchenbrüder umarmten sich ängstlich. Gerade als der Wolf etwas mehr Holz in den Ofen legte, um das Feuer zu vergrößern, bemerkte Porky, das älteste Schweinchen, den offenen Sack Mehl auf der Seite. Mit großer Mühe streckte er die Hand aus, nahm eine große Hand voll Mehl und verteilte sie in den Händen seiner Brüder. Gerade als der böse Wolf dabei war, die Käfigtür zu öffnen und die drei kleinen Schweinchen in den Ofen zu werfen, warfen sie alle das Mehl in ihren Handflächen auf den Wolf. Ah! Oh, mein Auge! Wo seid ihr? Ich kann nichts sehen. Kommt sofort hierher! Der Wolf konnte nicht sehen, weil das Mehl sein Gesicht verdeckte. Torki, das mittlere Schweinchen, nutzte diese Gelegenheit und schubste den Wolf schnell in den Käfig. Und Schweinchen Gurki schloss den Wolf ein. Also was sagtest du? Pizza mit Schweinchen? Jetzt sitzt ihr mit leerem Magen. Vielleicht kommst du so zur Vernunft. Und wir können gehen und unsere leckere Pizza essen. Kommt, Brüder. Nein, ihr dürft nicht gehen. Ihr könnt mich hier nicht alleine lassen. Schließlich sammelten die Schweinchenbrüder alle ihre Zutaten und kamen zu Hause an. Mama Schweinchen war sehr glücklich, ihre Kinder zu sehen. Oh, ihr wolltet mir nur ein paar Zwiebeln, Mais und Tomaten bringen. Wo wart ihr, Kinder? Ich war so besorgt. Die Schweinchen erzählten ihrer Mutter nacheinander, was ihnen widerfahren war. Später backten sie zusammen Pizzas, die großartig rochen und sehr lecker schmeckten. Von diesem Tag an versprachen Gurki, Torki und Porki ihrer Mutter, dass sie niemals etwas von Fremden annehmen würden, ohne sie zu informieren. Auf der anderen Seite musste sich der große böse Wolf mit dem Geruch der Pizza begnügen, der von weit her kam. Saß das kleine Schweinchen Gurki traurig in seinem Garten. Sein älterer Bruder Porky kam zu ihm. Was ist los, Gurki? Warum so traurig? Mir ist langweilig, Bruder. Ich habe nichts zu tun. Oh. Weißt du, ich habe da eine Idee für dich. Was ist es? Im Schlamm spielen? Keine Lust darauf. Oh nein, ich war an einem Ort namens Stadt, als ich so jung war wie du. Dort gab es einen Vergnügungspark, riesig, mit vielen Lichtern. Vielleicht können wir dorthin. In dem Moment hörten die drei kleinen Schweinchen ein Knacken. Sie erschraken sich zuerst, aber unterhielten sich danach wieder weiter. Hurra! Vergnügungspark! Als er Gurkis Freude hörte, kam ihr älterer Bruder Torki dazu und gesellte sich zu ihnen. In dem Moment hörten sie ein weiteres Knacken. Sie bemerkten nicht, dass der Wolf ihnen durch die Büsche heimlich lauschte. Oh, in die Stadt gehen und Spaß haben im Vergnügungspark. Lasst mich euch unterwegs einfangen und euch zeigen, was Spaß bedeutet. Aber die Straße ist sehr weit und gefährlich. Wir werden vorsichtig sein und unterwegs aufpassen. Bitte lass uns gehen. So gingen die drei kleinen Schweinchen auf in die Stadt. Und der heimtückische Wolf folgte ihnen sofort. Nach einer langen Reise im Wald wurden die drei kleinen Schweinchen sehr müde. Meine Füße schmerzen vom Gehen. Lasst uns eine Pause machen. Die drei kleinen Schweinchen bauten mit der Hilfe ihrer älteren Brüder ein Zelt aus Blättern und drei Ästen auf. Sie gingen rein und schliefen fest. Der Wolf einerseits wanderte mit seiner Nase irgendwo in der Nähe umher und roch stark. Wo sind diese Schweinchen?
Einige Stunden später wurden die kleinen Schweinchen sehr hungrig. Er verließ das Zelt, um nach Futter zu suchen, ohne seine Brüder zu wecken. Er sah einen Apfelbaum vor sich. Gerade als er dabei war, drei Äpfel zu pflücken, erschien der Wolf plötzlich vor ihm. Ist es das, was du wolltest, kleines Schweinchen? Hilfe! Wolf! Der Wolf wollte gerade Gurki einfangen, aber das kleine Schweinchen befreite sich aus Wolfs Armen und rannte zu seinen Brüdern. Brüder, aufwachen! Sofort! Der Wolf ist hier! Der Wolf ist draußen! Die drei kleinen Schweinchen umarmten sich ängstlich im Zelt. Öffnet die Tür und lasst mich rein, Schweinchen. Oder ich schnaufe und schnaufe und sprenge euer Zelt. Das kannst du nicht. Unser Zelt ist solide. Auf dieses Wort blies der Wolf, schnaufte und zerstörte das Zelt. Und die drei kleinen Schweinchen staunten. Wie wollt ihr jetzt entkommen? Der mittelgroße Torki zeigte dem Wolf die Rückseite des Baumes. Oh nein, ist das da hinten ein großer Bär? Was? Bär? Wo ist der? Als der Wolf abgelenkt war, rannten die kleinen Schweinchen weg. Nach einer Weile kamen sie an einer kleinen abgelegenen Farm vorbei. Schaut, meine Brüder, eine Farm! Kommt, wir verstecken uns dort. Die kleinen Schweinchen versteckten sich nacheinander in einem Strohhaufen. Aber kleines Schweinchen Gurki bemerkte nicht, dass sein Hut im Heuhaufen zurückblieb. Der heimtückische Wolf, der sehr hungrig war, suchte überall nach den kleinen Schweinchen. Als er die Farm sah, dachte er, er könnte dort etwas zu essen finden. Gerade als er eintreten wollte, sah er auf der Seite einen Strohhaufen und einen kleinen Hut darauf. Hier müssen die Schweinchen im Heuhaufen sein. Ich habe euch. Während die Schweinchen still warteten, hörten sie wieder ein Knacken. Hat der Wolf uns gefunden? Lass uns still sein. Der heimtückische Wolf verkleidete sich als Farmer und kam zur Scheune. Ach, es ist so schwer, alt zu sein. Ich wünschte, jemand würde mir helfen, diese Lebensmittel ins Haus zu tragen. Die kleinen Schweinchen warteten still. Und danach würden wir ein Festessen haben. Schaut, das muss der Farmer sein. Wenn wir ihm helfen, füllt er unsere Bäuche. Nein, das könnte der Wolf sein. Lass uns nicht rausgehen. Also helft ihr nicht dem Farmerschweinchen? Dann schnaufe ich und puste euren Heuhaufen weg. Der Wolf nahm einen tiefen Atemzug, blies und blies. Als der Heuhaufen auseinanderfiel, flohen die Schweinchenbrüder schnell. Kommt her, ich fresse euch. Die kleinen Schweinchen, die sich verliefen, erreichten nach und nach den Berggipfel. Dort war die hinterhältige Hyäne genau vor ihnen. Wow, mein Essen kommt zu Fuß. Das große Schweinchen Porky stellte sich vor seine Brüder, um sie zu beschützen. Geh weg von uns, Hyäne. In dem Moment sah das mittlere Schwein einen Geier über sich fliegen. Brüder, schaut, das ist ein Geier. Da die kleinen Schweinchen so weit von zu Hause waren, sahen die Wildtiere sie als Beute. Die drei ängstlichen Schweinchen wussten nicht, wie sie loswerden sollten. Während die Hyäne herumwanderte, um zu sehen, wen er zuerst verschlang, rannte er plötzlich auf Gurki zu. Und da erschien der Wolf. Er sprang vor die Hyäne. Lass sie in Ruhe! Der Wolf war den Schweinchen seit der Farm gefolgt. Dieses Mal, wie auch immer, nahm er die Hyäne gegen sich auf, um sie zu beschützen. Mit seinen erschreckenden Klauen vertrieb er die Hyäne mit einem Schlag. Aber die Gefahr endete hier nicht. Wolf, pass auf! Der Geier greift dich an! Der Wolf heulte mit seiner langen und erschreckenden Stimme, als der Geier seine Flügel ausbreitete und auf die Schweine zuflog. Au!
Der Geier hatte große Angst vor dem Heulen des Wolfes, dass er vor den Schweinen davonflog und verschwand. Aus Angst vor dem Geier fielen die Schweinchen fast von der Klippe. Nein, wir fallen, Hilfe! Hilfe! Der Wolf kam schnell, griff nach den Schweinchenhänden und zog sie alle mit seinen starken Armen in einen Zug hoch. Danke dir, Wolf. Warum hilfst du uns? Weil ich nur euch Schweinchen fresse. Geht direkt nach rechts von diesem Stein hinunter. Euer Haus ist da. Aber dieses Mal seid vorsichtig. Nachdem die Schweinchen, gerettet vom Wolf, lange in die von ihm angegebene Richtung gelaufen waren, kamen sie schließlich zu Hause an. Sie versprachen, sie würden nie mehr gefährliche Straßen ohne den Älteren zu überqueren. Am nächsten Tag war ein Klopfen an der Tür. Schweinchen, öffne die Tür und lass mich rein. Oder ich puste und puste und puste euer Haus weg. Du weißt, du kannst es nicht zerstören. Glaubst du nicht? Eins, zwei, drei. Nach diesem Tag lebten die drei kleinen Schweinchen und der heimtückische Wolf glücklich weiter, denn sie verstanden, dass es wichtig war, bei Gefahr auch zusammenzuhalten.